Hallo und herzlich willkommen, ich bin Slobanka. Weiter geht's mit Company of Heroes, was ich jetzt zu einem angespielt machen werde, wie ihr schon bemerkt habt. Ihr schaut es ja ganz gut. Ich bin ganz überrascht. Ich dachte, das interessiert keinen auf meinem Kanal, aber es kommen ein paar Leute zusammen und mir macht's großen Spaß. Das heißt allerdings leider, also ihr erinnert euch, wir sind beim letzten Mal hier reingegangen. Ich dachte in dem Moment, ich habe das ja alles, die drei Folgen alle am Stück aufgenommen und dachte dann, naja, komm, das lässt du jetzt mit Echtzeit-Taktik hier auch noch dazu und so weiter. Und habe dann einfach weitergespielt, ohne aufzunehmen. Und da dieses Spiel die Kampagnenkarte nur einmal speichert, beziehungsweise nur einmal mit an bestimmten Stellen speichert, musste ich jetzt quasi den Teil, den wir in der dritten Folge gesehen haben, diesen Strategieteil, nochmal machen. Ich hatte das hier geschafft, aber hauchdünn sozusagen und auch nicht alle Sub-Aufgaben. Ich probiere es jetzt trotzdem. Ich bin jetzt, obwohl ich weiß, dass hier eine Panzerdivision drin ist, gehe ich jetzt trotzdem wieder mit denen rein. Das ist nämlich gar nicht so schlimm. Aber es hat sich auf der Strategiekarte ein bisschen was geändert. Ich habe probiert, die dritte Folge nachzuspielen. Das ging gar nicht. Sie haben so ein paar Sachen auch geändert. Also ich hatte auf einmal weniger Manpower zum Beispiel. Und die Scout-Flugzeuge haben einen größeren Bereich mittlerweile, den sie scouten können. Also, alles ein bisschen anders. Aber ich kann euch sagen, hier hinten wurde eine Anti-Tank-Einheit trotzdem zerstört. Hier diese Panzerdivision, die ihr beim letzten Mal auch gesehen habt, die kam wieder, die habe ich aber diesmal auch mit unserem Zerstörer zerstört. Also ich habe dann gedacht, warum soll ich jetzt die gleichen Fehler nochmal machen? Und bin mit unserer Panzereinheit hier reingegangen. Wir haben also Caserta jetzt auch schon. Hier ist noch eine Armee. Aber ich habe jetzt keine Angriffskraft mehr. Das ist quasi, glaube ich, der gleiche Moment wie beim letzten Mal. Und ich bin hier unten nicht runter, beziehungsweise nicht hier außen rum. Die zweite Airborne Company, die wir gekauft hatten, die habe ich jetzt hier unten lang geschickt und die erste ist hier oben geblieben und geht jetzt direkt nach Avellino. So ist der Stand der Dinge. Und ich bringe die jetzt, das habe ich nämlich gelernt, rein in diese Company. Dann ist sie nämlich mit dabei und dann können wir Avellino angreifen. Und können hier auch entscheiden, ob wir was mitnehmen wollen, dachte ich. Was nehmen wir denn? Recon? Ne, wir nehmen den Thunderbolt mit rein. Ich weiß nicht, ob wir, was das jetzt heißt, ob wir den nicht benutzen dürfen. Und vielleicht nehmen wir auch den Medic mit rein, aber ich glaube, wir brauchen den Medic. Naja gut, komm, wir nehmen ihn mal. Ich habe ihn ja beim letzten Mal auch nicht so richtig benutzt. Und dann spielen wir den Spaß. Und dann geht es hier noch ein bisschen weiter. Ich werde jetzt einfach die Zeit bis zum 3. August, so lange wie man das spielen kann, das noch ein bisschen hier weitermachen. Und ich hoffe, es sind ein paar von euch mit dabei. Ich freue mich ja, dass einige auch einem Rundenstrategen bei Echtzeittaktik zuschauen können. Los geht's. Mit diesem Geräusch eines Einschlags. We have to get up the hill, clear the area, and confirm their safety. So, da oben ist nämlich ordentlich was los. Hier ist eine Straßenblockade. Okay. Also, die Deutschen haben eine Partisanenzelle in der Stadt Avellino ausgemacht. Die Stadt ist wichtig für die, für den Widerstand der Partisanen, um die gegnerischen Kräfte zu stören. Der gegnerische Angriff hat die lokalen Verteidigungsstellungen jetzt hier völlig auseinandergewürfelt. Also müssen wir rein und diese Stadt sichern oder dieses Dorf. Sobald Jerry weiß, dass wir hier sind, werden sie stärkere Truppen herschicken. Sei also bereit, die Plaza zu verteidigen. Dort oben auf dem Hügel in Bocca al Lupo, so wie die Einheimischen sagen. Auf geht's. Und natürlich werden wir sofort wieder auf eine Pause drücken. Sobald wir können. Okay. Einmal Pause. Wir sind hier drin, egal was ich da jetzt dazugepackt habe, tatsächlich mit diesen drei Einheiten. Das ist das gleiche wie beim letzten Mal.
Hier sehen wir ein paar Deutsche, da sind, glaube ich, Partisanen. Und wir müssen hier irgendwie hoch. Da sind noch Deutsche. Hier ist eine ganze Ecke von so ein kleines labyrinthartig fast. Es ist halt immer erhöht hier. Trotzdem ist das hier unser erstes Ziel, dieses Ding hier einzunehmen. Hier ist die Straßenblockade. Da müssen wir mal gucken, ob wir die auch noch wegkriegen. Das ist nämlich noch eine eigene Mission. Und hier sollen wir rein und verteidigen. So, das ist nicht so einfach. Wir könnten außen rum gehen. Ich bin mir aber nicht sicher, was da passiert. Habe ich beim letzten Mal nicht gemacht. Wie gesagt, ich habe jetzt diese Mission jetzt schon einmal gespielt. Naja, da könnten wir hinten rum ran. Hier ist allerdings auch blockiert. Ich glaube nicht, dass wir da wirklich helfen, weil da ist ja genau diese Straßenblockade. Also, hinten rum ist die Aufgabe. Insofern werden wir das mal tun. Unseren Scout hier hochschicken. Die eine Einheit, naja, da ist die Höhe, wo wir hin müssen. Insofern würde ich mal sagen, erst dahin und dann ruhig Angriff. Und naja, die anderen bleiben hier und verteidigen da. Schauen wir mal. Erstmal nichts. Ich erwarte natürlich hier irgendwo immer Leute. Da sitzen welche im Haus. Okay. Und da kommen noch mehr. Okay, die ziehen sich erstmal zurück. Hier relativ schnell rüber. Okay, ein bisschen außenrum weiter. Hier hinten hin. Vielleicht können wir da unterstützen. Und jetzt würde ich mal mit unserem Scout hier eine Rauchgranate hier reinwerfen, um dann mit denen da zu breachen. Dazu müssten die wahrscheinlich zur Unterstützung die auf jeden Fall in Schach halten. Ja, und ich lasse mal laufen und mache das, ja doch, jetzt vielleicht. Und ihr müsst da hoch. Jawohl, Rauchgranate ist da. Hier greift die Jungs an. Und dann rein da. Das hat funktioniert. Dann stellt euch da hinten schon mal hin. Bams. Okay, das ist jetzt unsere Basis hier. Und ihr habt gesehen auch mal, wie dieser Breach-Command funktioniert. Das ist nämlich ganz spannend, weil er wirklich die Einheiten, die da drin sind, heftigst reduziert. Also die sind dann wirklich kaputt. Und man kann da wenig gegen machen. Das ist auch eine neue Geschichte, eindeutig. So, die beiden, die holen wir dann noch raus, aber da können wir mal aggressiv vorgehen. Hier kommen die, die vorher hier unten gestanden haben. Was liegt denn hier noch rum? Eine Bazooka. Na, die sollten wir uns holen, liebe Freunde. Wisst ihr was? Dann könnt ihr doch... Na ja gut, okay, ihr könnt mal hier bleiben. Ihr werdet reinforced. 1, 2, 3, ne? Den ersten Command müssen wir rauslassen. Ihr bleibt hier. 1, 2, 3, 4. Ne, 3 sind es nur. Und ihr geht nochmal raus und holt euch die Bazooka. Ich muss euch erstmal rausschicken, ne? Raus und dann Bazooka holen. Ihr hier vor. Bringt sie um, Mann! Verdammt. So, holen. Wir haben einen Sniper, das ist natürlich nicht schlecht. Wir müssen natürlich hier oben gucken. Ich gehe schon mal einen Schritt weiter. Vielleicht schaffen wir es dann gleichzeitig. Jawohl, die Bazooka ist da. Und jetzt sind die auch schon wieder fit. Und ich gucke hier nochmal, was wir hier kaufen können. Nichts natürlich. Wir brauchen mehr Manpower. Das geht hier relativ langsam. Okay, ab nach oben. Eins, zwei. Bazooka mit hoch. Oh, 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 oh. Hier rüber, Sniper hoch. Momentan sehen wir wenig. Vielleicht kommen wir da rüber. Ja, das ist... Wartet. Was ist das? Nicht da hoch. Ihr könnt mal eine Granate auf die werfen. Ich hoffe, dass das klappt. Der Sniper kann sich schon mal um die da oben kümmern, so gut es geht von hier. Und ihr geht schon mal einen Schritt darüber.
reports of German infantry coming up the north side of the hill. Get ready. Okay, nördliche Seite des Hügels kommen Leute hoch. Also wir müssen die noch weghauen, aber ich glaube, wir müssen jetzt erstmal hier oben ran. Wir gucken mal, ob... Ach, verdammt. Hier, schmeißt denen eine Granate drauf. So, ihr habt eine Bazooka, sehr gut. Die Frage ist... Oh. Ja, wer hat jetzt wem abgefeuert? Keine Ahnung. Aber wir gehen wir hier außen rum. Naja, das könnte problematisch werden. Ich bewege mich mal zum Haus. Die kriegen jetzt ganz schön was ab. Wir probieren es nochmal mit Granaten. Dahin. Das kostet uns natürlich jedes Mal Munition. Der Scharfschütze macht seine Sache ganz gut. Warum geht ihr nicht da oben hin? Hier. Da habt ihr Deckung. Sehr gut. Jetzt sieht's gut aus. Jetzt geht's nach vorne. Und du kümmerst dich um die da hinten noch ein bisschen. Die sind ziemlich kaputt. Dann machen wir einen direkten Angriff auch. Und hoffen drauf, dass das hier funktioniert. So, komm. Hier oben hin. Und ihr auch hinter das Haus. Ja, alle Probleme. Ja, Moment. Okay, ihr bleibt schon hier. Ja, ich weiß, ich mach ja. Oh, die sind jetzt ziemlich hinüber. Hier einmal zurück, bitte. Dann könnt ihr das mal erledigen. Das kann doch nicht so schwer sein. Oh. So, eine Granate, gerne. Dann müssen wir schnell zurück. Ach, verdammt. Okay, das hat jetzt nicht so gut geklappt wie gedacht. Wir müssen die Gegend hier wegkriegen und vielleicht mit dem Scout, mit dem Sniper, den bringe ich hier unten hin. Ja, der Scout fehlt ja noch. Da oben sind auch noch Leute drin, da müssen wir eigentlich nochmal breachen. Scout einmal da hoch, verdammt nochmal. So, und was haben wir hier noch? Ein bisschen Manpower haben wir noch. Ich glaube, wir bräuchten am ehesten eine Bazooka oder noch ein Rifle. Was haben wir jetzt? Zwei Rifles, die haben beide ja schon einen Bazooka. Kostet 260, 280, Sniper ist auch nicht schlecht. Eine Machine Gun wäre vielleicht auch nicht ganz doof. Ach, so viele Möglichkeiten. Ich nehme mal erstmal einen normalen Rifle noch. Jetzt haben wir aber, sind wir natürlich ganz schön hinterher. Könnt ihr mal da rein breachen, bitte? Kannst du das eigentlich auch? Ich weiß ja. Oh. Eins, zwei. Scout kommt, die hauen wieder ab. Okay, das Gebäude ist erstmal gesichert, das Ding aber noch nicht. Bleibt mal da stehen. Oder hier, die Scouts können das machen. Wir haben jetzt eh genug Sicht gerade. Hier da runter, kurze Pause. Ihr seid fit, ihr müsst reinforced werden, wenn wir dafür genug Manpower haben, gerade so. Und wo ist die Zweier? Hier. Zwei, drei, vier. Dann war's das. Dann müssen wir natürlich gucken, dass wir das irgendwie gleichzeitig gemeinsam machen und nicht alle einzeln. Okay, noch sind die da ganz gut dabei. Bringen sie um. Drei. Müssen wir da jetzt raus oder können die breachen? Ja, ich glaube ja. Ich glaube, die können breachen. Insofern würde ich mal ganz schnell hier vor die Tür gehen, bevor... Ach, das hat nicht funktioniert, glaube ich. Was machst du denn? Nein. Hallo? Das Spiel will nicht mehr. Komm. So, das Ding haben wir. Aber ansonsten sieht es ganz doof aus. Aber da ist nur noch einer drin. Ja, clear the blockade of the road haben wir nicht geschafft. So, und jetzt aber alle hier nochmal hoch. Du sollst da nicht reingehen, du sollst die angreifen. Ich weiß nicht, die müssen immer unbedingt von der anderen Seite kommen. Okay, verstehe. Das ist hier alles falsch. So, außenrum. Ihr geht da rum, okay? Ja, das sollte sie jetzt hier rausbringen, glaube ich. Die nach vorne. Ah, da kommt ein neuer. Ihr bitte da hoch. Ihr bitte nach vorne.
So. Jetzt ist hier Ruhe. Wir gehen einen Schritt weiter. Du gehst rein ins Gebäude. Du gehst hier unten lang. Das sollte funktionieren. Hier geht... Ja, da ist Maschinengewehr. Okay. Müssen wir ein bisschen oben lang. Ich weiß gerade nicht, wo wir am besten um das Maschinengewehr drumherum kommen. Aber es sieht ja gerade relativ gut aus. Hier ist nix. Okay. Dann noch einen Schritt weiter. Scharfschütze gerne hier raus und da rein. Kurze Pause nochmal. Okay, der zweite. Wir haben leider den Roadblock nicht gekriegt. Haben wir genug Manpower? Ja, haben wir. Komm, ein Maschinengewehr vielleicht. Und das gerne gleich hier nach oben schicken. Jupp. Da gehen wir noch einen Schritt weiter. Ihr müsst auch rein, vielleicht von der anderen Seite. Reach the Falcon Holdout haben wir completed. If we can defeat key units, we can force a retreat. Okay. Jetzt müssen wir Key-Einheiten umbringen. Das ist die Frage, welche das sind. Irgendwo hier hinten kommen welche, glaube ich. Ja, also die kommen erstmal. Da müssen wir noch ein bisschen drauf warten. Eine Granate auf die wäre super. Ihr könnt mal reingehen ins Haus. Das sieht gut aus. Okay, das sollte von beiden Seiten funktionieren. Und ihr könnt vielleicht auch noch hier mit rein. Bin mir gar nicht sicher. Ist hier Platz? Ich glaube ja. Könnten uns noch eine Bazooka holen. Wo ist denn die Einheit ohne Bazooka? Hier. Mach das mal schnell. Ich befürchte... Ah, okay. Hier kommt natürlich von hinten auch was. Dann muss das die andere Einheit mitmachen. Wobei es jetzt hier ganz gut aussieht. Hier hinten, naja, hier hinten ist noch einiges los. Wir noch ein bisschen gucken. Vielleicht können wir auch einen Bombing Run jetzt gleich mal machen. Einen Straving Run, den können wir uns erlauben. Und einen Rocket Strike könnten wir uns auch erlauben. Hier ist doch alles voll. Wollen wir das mal... Rocket Strike kostet ziemlich viel. Straving Run... Suppresses and Killing Infantry. Klingt doch erstmal gut, oder? Und hier ist so viel los, dass ich sagen würde, das hier ist eine gute Gegend für einen Strafing Run. Oh, da kommt ein Gepanzerter. Das wäre eine der Einheiten, die wir... Ja, jetzt sind die natürlich schon alle weg hier. Ja, das hat zumindest was gebracht. So, ihr seid hier unten. Ihr müsst hier hinten helfen. Und ihr Scouts könnt euch zurückziehen ein Stück. Könnt ihr euch da einstellen, wo ihr kriegt mal ein bisschen Veterinary Sea. Ihr wisst schon. Ihr auch. Und ihr auch. Es ist nur die Frage, wo sind die... Jetzt haben wir ein Maschinengewehr, das ist gut. Aber das funktioniert ja erst, wenn wir das hier safe haben. Geht mal auf die andere Seite der... Brücke. Ja, vielleicht. Wir bringen sie da hinten ins Gebäude. Vielleicht bringt das was. Jetzt müssen wir nochmal pausieren. Die haben sich hier schon ein bisschen zurückgezogen. Hier hinten stehen sie. Die ganzen Einheiten, die wir zerstören sollen. Okay. Ihr habt ja auch keine... Keine Bazooka. So, jetzt kommt hier unten was rum. Hier steht der ganz doof. Kommen die jetzt unten rum? Ja, ich glaube. Okay, hier ist jetzt erstmal Ruhe. Das Maschinengewehr können wir vielleicht nochmal verbessern. Der ist fast kaputt. Und wir können definitiv nochmal eine neue Einheit holen. Und wenn wir jetzt so Tanks wegballern müssen, bräuchten wir eigentlich doch nochmal Bazooka. Nehmen wir nochmal Bazooka. Gerne auch hier oben direkt hinkommt. So, wo sind denn die Einheiten, verdammt? Sie verkriechen sich da hinten. Okay, da ist... Was machen sie da?
Eins. Da liegt eine Bazooka. Vielleicht kriegen wir sie noch. Jetzt probieren wir hier reinzugehen mit den Bazookas. Das ist allerdings erstmal nur eine. Schickt noch eine Sticky Bomb hinterher. Okay, nee, das hat schon gereicht hier. Okay. Nicely done. I have no doubt the local partisans will be more efficient allies now. Okay. Wir mussten nicht alles weghauen. Wir mussten jetzt nur dafür sorgen, dass sie erstmal sich zurückziehen, was sie jetzt gerade tun. Gut. Also, es ist echt immer viel Chaos. Man könnte ja die ganze Zeit, also ich hätte ja auch mal Lust, das wirklich so zu spielen, dass man die ganze Zeit pausiert. Aber irgendwie geht dann auch viel verloren. Von der, naja, von diesem Kriegsfeeling, was da wirklich richtig krass rüberkommt, finde ich. Das ist alles sehr, also die Einschläge und so weiter, das ist schon gut gemacht. Das kann man ja anders sagen. So, Mission fertig. Sehr gut. Gehen wir zurück zum Theater. 500 Damage und die Securing Panzereinheit Avellino ist natürlich has reassured nicht the partisans of our alliance. They're offering us the use of their operatives based in the town from now on. So long as we hold Avellino, of course. Okay, Partisanen haben wir gerescued. Wir haben ja noch eine zweite Geschichte und wir müssen natürlich Avellino jetzt auch beschützen. Okay, Partisan Abilities. Die habe ich jetzt noch nicht gesehen, also ich habe wirklich direkt nach dieser Mission, das war dann, hat sich automatisch gespeichert. Schauen wir mal, also die Partisanen können wir jetzt benutzen, um zum Beispiel Loot Resources zu machen. Warte mal. Vier Möglichkeiten haben wir hier, um Unterstützung von den Partisanen zu bekommen. Jede Möglichkeit ist frei und dauert einige Runden. Also sie brauchen auch einen Tag, um das zu aktivieren. Wir haben Partisan Observation, womit wir bestimmte Bereiche aufdecken können offensichtlich. Sabotage Supply Line, wo die anderen weniger Supply kriegen. Looted Supplies. Da bekommen wir eine bestimmte Menge an Munition und oder Fuel oder Sabotage. Naja, am liebsten hätte ich Ressourcen, glaube ich. Also wir müssen hier unten mal gucken. Okay, ich habe es verstanden. Dankeschön. Also Loot Resources. Irgendwas. Sabotage Supply. Ich würde mal erstmal hier unten weitermachen. Also, was ich beim Wiederspielen gesehen habe, hier stand ja beim letzten Mal auch so eine Anti-Tank-Einheit. Die sind irgendwie richtig krass geworden. Die sind auch dicker im Übrigen vom Look her. Aber das gucken wir uns gleich an. So, das hier ist jetzt alles schon gemacht in dieser Runde. Ich glaube, ihr könnt auch nicht mehr. Ich wollte euch hier stehen lassen. Die brauchen nochmal einen Aktionspunkt für diesen Overwatch, der aber scheinbar automatisch funktioniert. So, ihr habt gar keine Bewegungspunkte mehr und euch kann ich auch kein Medkit mehr geben, weil ihr keinen Aktionspunkt mehr habt. Die sind mich ganz schön hinüber. Na gut, dann können wir eh nicht mehr so viel machen, wenn ich das richtig sehe. Diese Einheit habe ich hier auch schon mit reingepackt in diese Tank-Einheit. Dann haben wir nur noch, wo sind die? Ja gut, die schicke ich jetzt nicht alleine nach vorne. Und dann haben wir nur die Tank-Einheit, die muss aber jetzt hier warten und die dann gleich umbringen, wenn die das nicht schaffen. Damit wir, obwohl Caserta haben wir auch schon. Ja, okay, ist doch gut. Dann gucke ich nur noch einmal in Neapel, ob wir nicht noch eine Einheit kaufen. Und was ich bisher noch nicht geholt habe, ist das, was ich beim letzten Mal, glaube ich, gekauft hatte an dieser Stelle, nämlich die Indian Artillery Company. Ich bin mir nicht sicher, ob die wirklich was bringt, aber wir schauen uns das einfach mal an. Okay, nächster Tag bitte. Ja, ein paar unused movement points, weiß ich aber, mach weiter. Escape Routes? Achso, jetzt habe ich die Partisanenaktion nicht gestartet, aber gut. Hier ein paar Mörser, die gehen zurück nach Benevento. Rifle Company, auch die, also nicht eine Company, auch eine Support Rifle Einheit, die geht auch Richtung Benevento. Da sind die Tanks. Hidden Path, ensure. Ah, Influence Rewards.
Interessant. Was ist das? Können wir auf jeden Fall jetzt nicht auswählen, aber es scheint hier Einfluss zu geben für unterschiedliche Leute. Und dann gibt es Boni nach einer Weile. Okay, also und irgendwie haben wir diese Escape Routes jetzt freigeschaltet und dadurch können wir die Partisanen-Abilities hier öfter benutzen. Ja komm, wir looten mal 3 Runden lang. Ah, aus Benevento. Ah, verstehe. Na, wir brauchen eigentlich Munition. Aber dann müssen wir hier erstmal gucken. Ja, dann müssen wir doch nochmal warten. Wir gucken jetzt hier unten erstmal, ob wir hier weiterkommen. Eigentlich würde ich euch gerne ein Medikit geben. Das mache ich einfach mal und dann kann ich euch vielleicht hier dazu bringen. Oder geht das jetzt nicht mehr? Na, jetzt ist durch den Action Point das nicht mehr möglich, glaube ich. So, und wir bewegen uns mal im hoffentlich Schutze der Nacht hier durch diese Panzersperren durch. Nicht im Schutze der Nacht, aber im Schutze des Waldes. Da hier nichts ist. Schaut mal, jetzt hat er sich ein bisschen Wald draufgeklebt. Sehr gut. Aber müssen wir schauen, vielleicht sind die jetzt auch gar nicht mehr da hier, diese ganzen Verteidigungsrunden. Dann geht doch mal hinterher in den Wald. Und dann holen wir uns Nocera, wie auch immer es heißt. So, hier oben würde ich, wenn es irgendwie geht, gerne mit der Einheit das machen. Mit dem Maschinengewehr. Das sollte funktionieren. So, und hier oben ist der nächste Auftrag. Das ist der deutsche Offizier, den wir umbringen sollen. 7 Tage haben wir dafür noch. Die Indian Artillery wird jetzt kommen. Wir könnten eigentlich auch noch mal ein paar Detachments holen. Was haben die UK eigentlich für Detachments nochmal? Was die Sapper machen, weiß ich noch gar nicht. Das sind keine Kampfeinheiten. Die können... Ah, okay. Emplacements. Also die können was hinbauen, womit die Gegner langsamer werden. Oder einen kaputten Capture Point oder eine kaputte Brücke reparieren. Okay, das sind so Pionier-Ähnlichkeiten. Aber da muss ich nochmal gucken, was Sapper heißt. Mörser, Anti-Armor, das können wir uns gar nicht leisten. Nee, dann bin ich eher dabei. Moment, was sind unsere Einnahmen? 250. Na, die brauchen wir ja. Dann kaufe ich jetzt keine Einheit, weil wir brauchen 300 für so eine Airborne Company. Ich denke, dass wir nochmal Airborne oder Armored uns besorgen wollen. Okay, die haben wir bewegt. Was machen wir mit denen? Gehen wir jetzt nach Benevento, gehen wir hier in die Mitte. Wir müssen das auch noch verteidigen. Vielleicht bleiben wir auch erstmal hier. Beziehungsweise wir könnten einen, das können wir uns gerade so erlauben. Ach so, das ist auch eine Erinnerung zum letzten Mal. Ich habe hier nicht den strategischen Bomber gekauft, sondern die P-47 gekauft. Einfach um was anderes auch auszuprobieren. Aber gut. Sollten wir das aufklären, ob wir da reingehen oder nicht? Beziehungsweise sollten wir das hier aufklären, ob wir da mit dem Panzer jetzt einfach durchfahren. Über die Brücke ist so eine Sache, oder? Ah, es sieht alles nicht so gut aus. Also irgendwo müssen wir rüber. Ich glaube, wir sollten hier mal aufklären. Schauen mal. Ah, ich hätte auch ein bisschen weiter rüber. Aber ihr habt gesehen, der Bereich ist weit größer. Okay, hier gibt es ein Anti-Aircraft. Geschichte offensichtlich. Da steht noch was Dickes rum. Hier steht eine Heavy Machine Gun. Hier steht eine mechanisierte Company. Und da steht ein Anti-Tank. Okay, das ist natürlich jetzt nicht ganz ohne. Also die können wir ausschalten. Das wäre jetzt nicht das Problem, glaube ich. Dann soll die Mechanisierte rüberkommen. Wir könnten auch den Kram aufsammeln. Aber ich glaube, wir kommen hier von außen ran, ohne dass die uns kriegen. Ja, so sieht's aus. Dann bringen wir erstmal die Machine Gun hier um. Hallo? Can't find path to target. Okay, er findet den Weg nicht. Na super. Hättest du mir das vorher gesagt, dann hätten wir das sein gelassen. Na gut. Tja, so, Verteidigung. Oder Nocera holen.
Na, hier unten, die kommen gleich hinterher. Wir könnten uns mal ein bisschen... Ja, wir kommen nur bis da. Dann gehen wir doch erstmal in die Stadt hier und gucken, ob wir Avellino erstmal verteidigen mit der Airborne Company. Nächste Runde holen wir das hier und wir müssen gucken, ob das jetzt eine kluge Idee ist. Also mit Artillery, die gleich kommt, in Panzereinheit hier nach oben zu gehen. So, eine Runde machen wir noch. Ich weiß, es sind ein paar Einheiten ohne Dings, aber die stehen da hinten so rum. Einkaufen will ich nichts mehr. Schauen wir mal, was die Deutschen machen. Nochmal Flieger. Ja, jetzt ziehen die sich zurück. Da sind ein paar Mörsereinheiten. Was machen die noch? Ja, die Tanks kommen natürlich jetzt. Vielleicht müssen wir gleich... Aber wir kriegen sie fast kaputt hier mit den Leuten. Das ist doch nicht schlecht. Was bedeuten diese... Achso, das ist wieder außerhalb des... Nee. Also wir sind in Supply. Ich weiß gerade nicht ganz genau. Achso, die sind nicht geschützt, ne? Nicht in Deckung oder sowas heißt das wahrscheinlich. Okay, also wir müssen uns überlegen, wie wir da rüberkommen. Vielleicht sollten wir doch diese kleine Strecke nehmen... Bin mir nicht ganz sicher. Morgen sollten wir auch wieder ein bisschen Unterstützungskram kriegen. Das Einzige, was ich jetzt mit euch noch mache, ist hier nach vorne zu gehen. Trauen wir uns dahin? Ich traue mich mal. Ja, okay. Sie haben den... Das haben sie verlassen hier, das Ding. Dann gehen wir hier weiter. Bringen auch die Rifles weiter. Mit hinterher. Die können. Oh nein, die stehen da noch. Okay. Also da steht noch eine Anti-Tank-Einheit, die wir jetzt übersehen haben. Da sollten wir uns vielleicht dann doch nochmal drum kümmern. Die standen im Wald irgendwo. Na gut, liebe Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal. Und genau, für die Freunde von Warhammer, das machen wir in einem Livestream. Und dieses Ding wird jetzt immer zwischendrin nochmal eingestreut, weil es Spaß macht. Gut, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.